Guten Morgen, herzlich willkommen hier im Raum, herzlich willkommen an den angeschlossenen Übertragungsgeräten mit Videostream und Audiostream. Alle Leute, die hier im Raum sind, sage ich mal für die Leute, die im Video zuschauen, sind gerade noch unterwegs zwischen Kaffee und ihrem Platz. Derweil überbrücke ich ganz kurz. Herr Sjöran Mus-Mehrholz führt uns hier heute durch den Tag und wir beginnen mit zwei Grußworten. Das erste Grußwort kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, genauer gesagt von Dr. Jens Brandenburg. Er ist der parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung und hat uns seine Botschaft als Video geschickt. Film ab, bitte. Sehr geehrter Herr Dr. Hirche, liebe Teilnehmende und Aktive des diesjährigen OER-Camps. Ich grüße Sie sehr herzlich am heutigen zweiten Morgen des OER-Camps hier aus Berlin. OER hat großes Potenzial. Wir haben das in den Zeiten der Pandemie erlebt, als Schulen geschlossen waren und viele Lehrkräfte bundesweit, genauso wie Lehrende an den Hochschulen, neue Methoden, neue Modelle, neue Ideen des Lernens entwickelt haben. Und gerade die Möglichkeiten der Digitalisierung sind ja nicht nur eine Herausforderung, sondern sie sind auch eine Chance. Sie sind eine Chance dafür, dass neue Lehr- und Lernmodelle, neue Ideen tatsächlich nicht in einem Klassenraum oder einem Hörsaal verbleiben, sondern bundesweit von vielen anderen motivierten Lehrkräften auch genommen, genutzt und weiterentwickelt werden können. Dieses große Potenzial, das wollen wir gemeinsam mit Ihnen heben. Und deshalb haben wir seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bereits im Frühsommer diesen Jahres unsere neue OER-Strategie veröffentlicht. Und diese Strategie, die setzt darauf, dass nicht nur wir seitens der Bundesregierung, seitens des Ministeriums neue Programme auflegen, sondern setzt darauf, dass wir die vielen Ideen und das Engagement der Aktiven in der Breite, in der Fläche nutzen wollen. Und dazu lade ich Sie herzlich ein, denn dieses OER-Camp in dieser Woche ist ein ganz wesentlicher Beitrag, genau das zu leisten. Und auch Sie zu vernetzen, miteinander in den Austausch zu kommen, denn gerade dieses Zusammenkommen, diskutieren, zu schauen, was haben denn die anderen gemacht, was können wir davon übernehmen und neue Ideen zu entwickeln, das ist es, wovon OER lebt. Ja, und diese OER-Strategie, das ist eine lernende Strategie. Das heißt, den Stein der Weisen, den haben wir alle nicht gefunden, auch wir im Ministerium bisher nicht. Sondern wir vertrauen darauf, dass der Prozess letztendlich das Ziel ist, dass viele neue Innovationen auf dem Weg entstehen werden und dass wir eine Strategie brauchen, auch ein Handeln, ein Förderhandeln und eine Rahmenbedingung seitens der Bundesregierung, die eben diesen Freiraum lässt, den Freiraum dafür, neue Dinge auszuprobieren, das Gute zu übernehmen und auch aus möglicherweise gemachten Fehlern wie immer in innovativen Prozessen daraus zu lernen. Und deshalb möchte ich Sie herzlich einladen, insbesondere am morgigen, am dritten Tag des OER-Camps, auch aktiv mit uns in die Diskussion zu kommen. In Ihrer Runde sind ja heute Teilnehmende von Bund, von Ländern, aber vor allen Dingen auch aus der Bildungspraxis mit vertreten. Und wir wollen insbesondere den morgigen Tag dann tatsächlich nutzen, Ihr Feedback zu bekommen, Ihre Ideen in die künftige Weiterentwicklung und konkrete Ausgestaltung dieser lebendigen, dieser lebenden OER-Strategie zu nutzen. Ja, und eine weitere Bitte hätte ich. Wir haben festgestellt, dass die OER-Community doch eine kleine Community ist, die aber aus sehr vielen sehr aktiven und überzeugten Lehrenden und IT-Lern mit vielen neuen Ideen und großem persönlichem Engagement lebt. Ich glaube, dass viele Menschen außerhalb dieser Community eigentlich längst mit OER arbeiten, die längst OER-Material entwickeln, die längst OER-Material teilen, nutzen und auch weiterentwickeln, oftmals ohne das eigentlich zu wissen. Und auch dieses Potenzial, das sollten wir gemeinsam stärker in den Blick nehmen. Denn auch diese Menschen, diese Lehrenden können oftmals die Stärke von OER besser nutzen, wenn sie Teil unserer Community werden. Wenn es uns gelingt, tatsächlich jenseits der in den vergangenen Jahren bereits angesammelten Community darüber hinaus weitere Überzeugungstäter für dieses große Team OER zu gewinnen. Und das ist meine Bitte an Sie alle. Kommen Sie gerne zusammen, nutzen Sie diese Tage im OER-Camp, um Ideen auszutauschen und zu entwickeln. Nehmen Sie diesen Spirit aber auch gerne mit nach Hause, in die Schulen, in die Hochschulen, in Ihren persönlichen Bekanntenkreis, um weitere Lehrende genau davon, von dieser Idee OER weiterzuentwickeln, zu begeistern. Lassen Sie uns alles dafür tun, dass diese Community weiter wächst. Ja, und insofern ist das OER-Camp ein wesentlicher Startpunkt der OER-Strategie des BMBF. Seitens des Ministeriums mit Ihnen in der Praxis. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, die Sie heute in den Workshops erarbeiten. Wünsche Ihnen viel Spaß und natürlich auch Erfolg dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Das zweite Grußwort heute Morgen kommt von unserer Schirmherrin der Deutschen UNESCO-Kommission. Walter Hirche ist hier. Walter Hirche, Minister AD, Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission, Vorsitzender des Fachausschusses Bildung der Deutschen UNESCO-Kommission und jetzt hier. Ich bitte um einen sehr freundlichen Begrüßungsapplaus für Walter Hirche. Zunächst meinen herzlichen Dank an Herrn Brandenburg, lieber Mehrholz und liebe Anwesende. Ich wünsche Ihnen und uns einen fröhlichen Tag heute und morgen, denn Austausch und Tun hat etwas mit innerer Freude zu tun. Und wenn ich in den Saal gucke, sind hier alle gespannt, was sich abspielen wird in den nächsten Stunden und den nächsten zwei Tagen. Die UNESCO hat anlässlich des letzten OER-Weltkongresses folgende Definition gesagt und Zielsetzung. Wir müssen OER gemeinsam global voranbringen als wichtigen Beitrag. Und jetzt kommt es zu einer Bildung für eine neue Generation, die als Weltbürger aufwächst, kulturelle Vielfalt schätzt und eine friedlichere Welt gestaltet. Dem kann man sich nur voll anschließen. Und deswegen begrüße ich besonders Sie im Namen der Schirmherrin der Deutschen UNESCO-Kommission zu diesem OER-Camp 2022 begrüßen zu dürfen. Dieses Camp ist ja etwas ganz Besonderes. Es feiert sein 10-jähriges Jubiläum und in diesen 10 Jahren ist, denke ich, die Bedeutung von OER deutlich gewachsen. Die Camps haben einen großen Anteil daran und sich längst als zentrale OER-Veranstaltung im deutschsprachigen Raum etabliert. Ende letzten Jahres haben wir das Camp gemeinsam mit Jöran und Konsorten erstmals global und digital umgesetzt und haben damit über 1.000 Teilnehmer aus 90 Ländern zusammengebracht. Und mir ist gesagt worden, viele von Ihnen waren dabei. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Jöran und Konsorten und Ihnen persönlich, Herr Moos-Mehrholz, für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit zu danken. Wir freuen uns auf die Fortsetzung und einen herzlichen Dank möchte ich natürlich auch an das Bundesministerium für Bildung und Forschung richten, das dieses Camp ermöglicht und das uns auch im internationalen Kontext von OER seit Jahren ein verlässlicher Partner ist. Diesen Dank möchte ich auch ganz persönlich an Herrn Staatssekretär Brandenburg, Herrn Reuter, Herrn Ruhmann, Frau Stamm und Herrn Pfister richten. Die neu vorgelegte OER-Strategie begrüßen wir sehr. Dazu später noch ein Wort. Nicht zuletzt möchte ich aber vor allen Dingen Ihnen allen danken. Dank des großen Engagements der stetig wachsenden Community hat die OER-Bewegung in Deutschland eine besondere Dynamik entfaltet. Sehr herzlichen Dank dafür. Die UNESCO hat das große Potenzial von offen lizenzierten Bildungsmaterialien zur Förderung moderner Wissensgesellschaft relativ früh erkannt. Sie hat den Begriff Open Educational Resources geprägt. Mit 2 Weltkongressen, 2012 und 2017, ist es ihr gelungen, international ein Bewusstsein zu schaffen für das Potenzial von OER für Bildungszugang, Bildungszugang, Bildungsqualität und Bildungsgerechtigkeit. Bemerkenswertes Ergebnis ist, dass sich die Weltgemeinschaft zusammengefunden hat und eine zwischenstaatliche Empfehlung zu OER erarbeitet hat. Und diese UNESCO-Empfehlung zu OER haben die Mitgliedstaaten gemeinsam 2019 verabschiedet. Und ich denke, gerade in dieser Zeit, wo ja die Idee der globalen Zusammenarbeit erschüttert wird durch Kriege und Krisen, ist es wichtig, sich auf Punkte immer zu besinnen, an denen es von der Weltgemeinschaft Übereinstimmungen gibt, weil nur über solche Übereinstimmungen morgen wieder mehr echte Kooperation gebaut werden kann. In dieser Empfehlung von 2019 halten die Staaten der Welt ihr Vorhaben fest, OER engagiert zu fördern. Sie wollen bei allen Bildungsakteuren die Kompetenzen zur Nutzung von OER ausbauen, förderliche politische Rahmenbedingungen dafür schaffen und tragfähige Modelle für die langfristige Finanzierung entwickeln. Und sie formulieren das Ziel, alle öffentlich finanzierten Bildungsmaterialien unter eine offene Lizenz zu stellen. Ich kann nicht oft genug betonen, diese UNESCO-Empfehlung ist ein globaler zwischenstaatlicher
Konsens zur Förderung von OER und wie diese aussehen soll. Dieser Konsens ist auch getragen von einer Überzeugung, die wir als deutsche UNESCO-Kommission ausdrücklich teilen. OER fördern eine neue offene Lernkultur, eine Kultur des Teilens und der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Lehrenden und Lernenden, Institutionen und letztlich der globalen Bildungsgemeinschaft. Und darin liegt ihr besonderes, transformatives Potenzial. Es liegt ja auf der Hand und ist im Grunde eine uralte pädagogische Weisheit. Lernen hat den größten Erfolg, wenn man etwas selbst tut und gestaltet, anstatt Inhalte nur passiv aufzunehmen. Lernende können offene Bildungsmaterialien aktiv mitgestalten, Lehrende können Materialien bearbeiten, Kollaboration verbessert die Qualität von Bildung. Und ein zweiter zentraler Punkt, OER können an individuelle Lernbedürfnisse angepasst werden und tragen dadurch zu einer inklusiven Bildung bei, bei der alle Lernenden ihr Potenzial voll entfalten können. Und das bedeutet, OER geht weit darüber hinaus, nur den Zugang zu Bildung zu verbessern. Sie fördern Chancengerechtigkeit und Teilhabe an hochwertiger Bildung und sind insofern ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung der Agenda 2030, den Entwicklungszielen der Welt, also den Sustainable Development Goals, Ziel Nummer 4 der Vereinten Nationen. Wie Sie wissen, setzt die Weltgemeinschaft sich darin zum Ziel, bis zum Jahr 2030 hochwertige, inklusive und chancengerechte Bildung sicherzustellen. Für alle Lernende ein Leben lang. Deutschland hat an der Erarbeitung dieser Empfehlungen zu OER intensiv mitgewirkt. Und wir als Deutsche UNESCO-Kommission begrüßen es sehr, dass die nationale OER-Strategie der Bundesregierung die Zielsetzungen so klar aufnimmt und umsetzt, auch indem sie eine neue Lehr- und Lernkultur fordert. Sie alle wissen, aufgrund der verfassungsrechtlichen Situation in Deutschland zum Thema Bildung reicht es auch nicht aus. Auf der anderen Seite, wenn an zentraler Stelle in Berlin etwas ausgedacht und empfohlen wird, sondern es muss dringend auf die Länderebene und letzten Endes in die Bildungsgemeinschaft hinein. Wir halten trotzdem die Strategie, die entwickelt worden ist in Berlin, für ein zukunftsweisendes Signal für die Bildung in Deutschland und auch international für einen wichtigen Impuls. Ich kann Ihnen sagen, Strategie und Förderung werden von der UNESCO in Paris mit großem Interesse verfolgt. Deutschland hat hier international eine Vorreiterrolle übernommen. Wir freuen uns, das darf ich abschließend sagen, auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen zur zukünftigen Ausgestaltung der nationalen Strategie und zur weiteren Umsetzung der UNESCO-Empfehlung. Denn Sie alle setzen die Empfehlung mit Ihren Aktivitäten um. Ich wünsche uns ein erfolgreiches OER-Camp mit vielen spannenden Diskussionen und vielen Dank für Ihr aufmerksames Zuhören. Einen schönen Tag. Ganz herzlichen Dank, Walter Hirche und der Deutschen UNESCO-Kommission, mit denen die Zusammenarbeit wirklich auch eine große Freude ist. Genauso noch einmal Dank an das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das ja auch durch die Förderung diese Veranstaltung hier heute überhaupt erst ermöglicht hat. Wir haben ein 10-jähriges Jubiläum beim OER-Camp dieses Jahr und ich bitte alle mal kurz in sich zu gehen, wann Sie das erste Mal bei einem OER-Camp waren oder sind. Online zählt heute nicht, also nur wer schon mal in Präsenz bei einem OER-Camp war und wann das war. Ich bitte auch die Leute, die vorne sitzen, sich mal umzuschauen und die Leute im Stream, für die übersetze ich das einmal. Das ist ziemlich genau das, was wir auch aus den Statistiken von der Anmeldung wissen. Mehr als 60%. Und es ist tatsächlich eines der Sachen, die mich beim OER-Camp über die Jahre immer wieder fasziniert haben, dass immer ein Eindruck entsteht, als würden sich da immer die gleichen Leute treffen und es sind immer zwischen 50% und 65% Leute, die das erste Mal dabei sind. Insofern finde ich, dass die OER-Community schon sehr gut das schafft, was ja auch Jens Brandenburg angesprochen hat, nämlich weitere Kreise zu ziehen, Schritt für Schritt. Wer war 2020 das erste Mal bei einem OER-Camp in Präsenz? 2019, 4, 5, 6, 7, 2018, Christine,
Habe ich gerade schon 2017 gesagt? 2017. 2016. Ich übersetze für die Leute mal im Stream kurz, so jetzt kommt immer so eine Handvoll. 2016 war das OER-Festival, 2015. Leute, die hinten sitzen, okay. 2014. Ungefähr 2014, ja. Oder 2013. Das war, glaube ich, in der Urania mit der Wikimedia und der Bundeszentrale. Dietmar. Und war jemand 2012 in Bremen dabei? Heiko. Henry. Habe ich noch jemanden übersehen? Guido. Drei Personen. Tatsächlich waren wir in Bremen auch so über die 3 Tage, die es da auch gedauert hat, auch nicht mehr als 70, 80 Leute. Und es war tatsächlich, würde ich sagen, so 2012 und 2022 waren die beiden hybridesten Veranstaltungen, weil 2012 man einfach irgendwie dachte, oh, das mit diesem Videokonferenz ist ja toll, das müssen wir jetzt überall mal ausprobieren. Und dann tatsächlich auch alle möglichen Leute, die was dazu zu sagen haben, für Sessions dazugeschaltet haben und damit waren dann fast alle abgedeckt, die sich mit dem Thema im deutschsprachigen Raum beschäftigt haben. Es waren maßgeblich 2 Leute dabei, die heute nicht hier sein können. Und jetzt habe ich mal geguckt, finde ich Fotos von denen 2012 in Bremen, um die jetzt irgendwie hier einmal mit Applaus zu versehen. Und es war nicht so einfach mit den Fotos, weil damals waren die Fotos noch fast schwarz-weiß. Also zumindest so von der Auflösung her. Also das ist so das Gesamtgeschehen-Foto mit der höchsten Auflösung, was ich gefunden habe. Und das hier war tatsächlich das Plenum. Also es ist nicht eine Session, das ist das Plenum. Und da sieht man immer noch nicht die beiden Personen, die ich gesucht habe, die nämlich maßgeblich mit dem Team von J&K damals das Ganze auf die Beine gestellt haben. Das war nämlich hier Christina, da am Rand, neben dem noch jüngeren Jöran, beim Blick auf dieses seltsame neue Gerät in unseren Händen. Und Christina hat das damals ganz maßgeblich vorangetrieben, dass wir dieses OER-Camp organisiert haben und steht jetzt gerade parallel in Leipzig vor einer Gruppe, wo sie die Maker Days organisiert. Und dann gab es noch eine Person, die sehr wichtig war, die habe ich nur ein Foto von hinten gefunden, das ist Felix, der damals mitgeschrieben hat, ein White Paper zu OER in Schulen, das quasi der Anlass, der Aufhänger war, dass wir dieses OER-Camp ins Leben gerufen haben. Also ich wollte jetzt keine Fotos von heute nehmen, weil ich da so historische Dokumente sind ja auch interessant. Ich wollte aber auf jeden Fall, dass wir hier einmal, auch wenn die beiden das jetzt erst in der Aufzeichnung dann hören können, ganz doll für Christine und Felix klatschen und ich habe ein Geschenk für sie mitgebracht. Halt, erst Geschenk, dann klatschen. Entschuldigung, habe ich falsch moderiert. Ich habe ein Lego gerade eben noch zusammengebaut. Beziehungsweise 2 für Christine und für Felix. Und das geht zusammen mit diesem Applaus an euch. Vielen, vielen Dank. Applaus.